Der Herr sagt, ich werde zurückzahlen. Ein heftiger Sturm wird über euch kommen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. November 25, 2007. Traum von einem kommenden Sturm an einen Bruder in Christus. Ich sah einen Sturm aufziehen. Das Gebiet, aus dem sich der Sturm näherte, war einfach der offene Himmel. Aber es fühlte sich an, als ob er vom Meer her kommen würde. Ich konnte nicht sagen, von welcher Küste aus ich hinausblickte. Aber ich wusste, dass ich in Amerika war. Die Gewitterwolken kamen näher und wurden dunkler und dichter. Dann brachen drei Tornados oder Wasserhosen auf einmal aus dem Sturm hervor und bewegten sich auf die Küste zu. Nach einer kurzen Zeitspanne sah ich mich selbst eine Treppe in einem Haus hinaufsteigen, zu meinem Bett in einem Zimmer im Obergeschoss. Ich legte mich in dieses Bett und stellte fest, dass sich mein Liegeplatz verändert hatte. Das Kopfende des Bettes war nicht mehr nach Westen, sondern nach Osten ausgerichtet. November 28, 2007. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser, das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Die Interpretation dieses Traumes für alle, die Ohren haben und hören. Der Tag ist gekommen. Er ist hier. Er ist gekommen, sagt der Herr, euer Gott. Ich werde vergelten. Eure Nation ist aufgegeben und wird in Trümmern liegen, weil sie mich verlassen haben. Denn das Dach ist schwer belastet. Alle Säulen haben Risse und können das Gewicht der Last nicht mehr tragen. Seht, der Wind wird wehen. Das Feuer wird brennen und all diese Reichtümer werden verzehrt werden. Ein heftiger Sturm wird über euch kommen und ihr werdet nicht wissen, woher er kommt. Denn er ist bereits über euch und er wird noch kommen. Er wird über die Ozeane reichen. Er wird schnell sein und euch unvorbereitet treffen. Er baut sich auf und nimmt zu in seiner Heftigkeit. Er baut sich auf und ist gekommen. Und dies wird die Konsequenz sein, die er über euch bringen wird. Verwirrung, ein Wirbelsturm, Wasser, eine Flut der Angst, Zerstörung, der Zusammenbruch all eurer Fundamente. Seht, sogar die Erde wird sich gegen euch erheben und die Natur wird gegen euch kämpfen. Du verdorbene und mächtige Nation. Und wenn drei Zeiten vorüber sind, wird es vollbracht sein. Es wird sicher geschehen. Die Auserwählten werden eingesammelt werden. All jene, in denen ich mich selbst sehe. Mein eigenes Spiegelbild, das sich in den Augen der ersten Erlösten der Erde zeigt. Denn in einem Augenblick werden sie die Leiter erklimmen und sich hinlegen. Und für eine kurze Zeit ausruhen, an dem Ort, den ich für sie vorbereitet habe. Sie werden ruhen und anbeten, bis der Tag vorüber ist und es vollbracht ist. Dann werden sie sich erheben und mit dem König herabsteigen. Und so wie der Blitz aus dem Osten aufleuchtet und den Himmel bis in den Westen füllt, so wird das Kommen des Menschensohnes sein. Denn eure Führer haben sich auf die Seite der Ismaeliten gestellt, bei der Aufteilung meines Landes, sogar des Erbes der Kinder, das ich ihren Vorvätern gegeben hatte, für immer. Und so werde ich sie aufteilen, mit Katastrophen, mit Hungersnot und mit Elend. Doch sie werden umkehren, und der Zorn wird ihnen ins Gesicht steigen, über so viel Verrat, dass sie bereuen, was sie versprochen hatten. Und sie werden wieder zu den Kindern Abrahams stehen,
bis 3 Tage vorüber sind. Dann werden sie in die Hand dessen gegeben werden, der das Horn des Satans genannt wird. Ihr Name aufgelöst, für eine Stunde eine von den 10 werdend, dann ausgezupft und gebrochen, während der Zeit, wo der Herr aus ihnen eine große Ernte hervorbringen wird, eine große und mächtige Ernte, eine große Schar, ein veredeltes und starkes Volk für meinen Namen. Dann wird das Ende kommen, der König wird regieren. Es wird vollbracht sein. Frieden. 1000 Jahre.